Hallo Michael. Hallo Anne. Ich freue mich, dass wir uns Zeit nehmen, um über das Thema Konfliktmanagement zu sprechen. Wir haben ja einige Jahre Erfahrung sowohl in Trainings und auch in der Arbeit mit Führungskräften gesammelt, was vor allem das Thema Konflikte angeht. Und da sind mit Sicherheit bei uns, auch bei allen anderen, wichtige Erkenntnisse und auch so Erfahrungen rausgekommen, die wir gesammelt haben und über die wir uns heute austauschen. Ja, prima. Freue mich auch. Und wir können mal versuchen, so ein bisschen einmal so im Schnelldurchgang so die wichtigsten Fragen und Diskussionen durchzugehen, die in so einem Konfliktmanagement-Training von den Teilnehmern oft aufgeworfen werden oder interessieren. Und ich glaube, ein erster Punkt liegt natürlich irgendwie darin zu verstehen, was ist ein Konflikt eigentlich und was bedeutet das und was passiert im Konflikt, weil man natürlich erstmal so im Kopf hat, Konflikte muss man irgendwie lösen und dafür gibt es irgendeine Technik. Mhm. Und die allgemeine Lebenserfahrung zeigt ja, so einfach ist es eigentlich gar nicht. Mhm. Mhm. Genau. Und was auch ganz häufig aufkommt, ist so ein allgemeines Unwohlsein im Umgang mit Konflikten und so eine Idee von, also was ich in den Trainings höre, Konflikte sind per se schlecht, die sind nicht gut, die sollte man entweder vermeiden oder schnell lösen. Und da nochmal drauf zu gucken, die haben auch was, ich sage jetzt mal, Positives, wo man viel daraus lernt, vor allem über sich selbst. Ja? Mhm. Und vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen, was sagen Konflikte über uns selbst aus und wie lernen wir uns selbst kennen und vor allem auch damit umzugehen? Weil jeder reagiert ja auch unterschiedlich in Konflikten und reagiert auch in unterschiedlichen Situationen auf bestimmte Themen. Ja, und insofern finde ich so das Interessante, was man eigentlich sagen kann, Konflikte sind natürlich ihrem Wesen nach erstmal emotional, weil sie laden uns irgendwie auf. So wird es zum Konflikt. Wenn wir es ganz kühl und sachlich betrachten können, haben wir eine Meinungsverschiedenheit und es wird eigentlich zum Konflikt, wenn es uns irgendwie auflädt. Dass man interessanterweise sagen kann, Konflikt und Motivation ist eigentlich auf eine gewisse Art und Weise das Gleiche. Motivation ist ja auch so ein emotional aufgeladener Verhaltensimpuls. Und wenn wir motiviert sind, in irgendeine Richtung irgendwas zu tun oder eine Priorität haben und irgendwas ist im Weg und verhindert, dass wir es realisieren, das Ereignis, das ist eigentlich ein Konflikt. Also die emotionale Aufladung, das heißt alles, wenn uns etwas motiviert, kann es auch per se immer sein, dass wir in einen Konflikt geraten. So ist das. Konflikte sind eigentlich potenziell erst zu Ende, wenn wir zu nichts mehr motiviert sind, dann sind wir zum Beispiel tot. Dann sind wir tot. Ja. Solange wir noch motiviert sind, kann es immer passieren. Ne? Ja. Insofern lernt man Leute eigentlich im Konflikt vor allen Dingen kennen. Ja. Bei einem Konflikt merke ich, was ist jemandem eigentlich wirklich wichtig? Wofür würde er kämpfen? Wofür hat er Energie? Wofür begeistert er sich? Genau. Ja. Ja, und wenn jemand eben, also zum Beispiel, sehr perfektionistisch ist und ich fordere ihn auf, pragmatisch zu sein, dann werfe ich den im Grunde in einen starken Konflikt, weil er ein großes inneres Dilemma spürt und eigentlich vor dem Pragmatischsein ja eher Angst hat, weil er so unglaublich angetrieben ist, dass es perfekt sein muss. Mhm. Ja, und das ist dann der innere Konflikt und der wird irgendwie dann zum äußeren Konflikt, wenn ich mich auseinandersetze. Mhm. Und das sieht man auch sofort. Dadurch, dass Konflikt irgendwie so ein Persönlichkeitsmerkmal ist, kriege ich das nicht durch eine Technik weg. Ja, und das ist, glaube ich, auch genau der Trugschluss, wenn ich nochmal ans Training denke. Mhm. Dass viele Teilnehmer auch möchten, wie bleibe ich denn sachlich in einem Konflikt? Das muss man doch sachlich lösen und eine vernünftige Einigung finden am Ende. Wir müssen uns doch einigen, einen Kompromiss finden oder so etwas. Und wenn wir jetzt mal drauf gucken, naja, Konflikte haben was mit unserer Persönlichkeit zu tun und mit unseren Motivatoren, dann ist die Frage, wie gut können wir das eigentlich verhandeln? Wenn du sagst rechtsrum, ich sag linksrum und das ist aber wirklich meine Überzeugung und hat was mit meiner Persönlichkeit zu tun, dann finden wir keinen Kompromiss in der Mitte. Mhm. Also da sind wir nicht. Zumindest löst sich der Konflikt dann nicht wie eine Brausetablette im Wasser auf. Genau, ne? Ja, das stimmt. Ja, man kann vielleicht eine Spielregel finden, ne? Aber er geht nicht richtig weg. Und das ist schon irgendwie eine
betrübliche Erkenntnis auf der einen Seite, aber es entspricht der Lebenserfahrung. In engen Beziehungen streiten wir immer um die gleichen Sachen. Die kriegen vielleicht mal eine etwas andere Überschrift, aber wenn man sich kennt, dann weiß man eigentlich das Muster, über das man streitet, und man weiß eigentlich genau die Stellen, wo man aneinander rappelt. Da rappelt man irgendwie mit einem Persönlichkeitsmerkmal das aneinander, was in einem selber schlechte Gefühle aktiviert. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, was Beziehungen dann so schwer macht. Mhm. Wenn man nur dadurch, dass man so ist, wie man ist, in jemand anderem schlechte Gefühle wachruft und Konflikte aktiviert, dann ist das erstmal per se nicht ganz leicht wegzukriegen. Und das heißt auch, man macht es nicht mit Absicht. Man ist nicht per se absichtlich, ja, anschuldigend oder möchte den anderen nicht beleidigen, sondern man ist einfach so, wie man ist in dem Moment. Ne? Ja. Wir nehmen ja häufig das Beispiel von dem Pärchen, was zu Hause auf dem Sofa sitzt und sie freut sich auf einen ruhigen Abend vor dem Fernseher in Zweisamkeit, weil sie eben vom Typ her eher motiviert ist. Und er sitzt daneben und sagt, Mensch, nee, eigentlich wollte ich gerade mit meinen Jungs um die Häuser ziehen. Was in ihr wieder Angst auslöst, aber wir haben doch so wenig Abende zu Hause. Und er sagt, jetzt gib mir mal die Freiheit, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Einfach Unterschiede, wie die Abendgestaltung aussehen soll, was aber auch viel mit den Motivationen wieder zu tun hat, ne? Ja, und da haben wir den Clash. Einfach clasht dann das Bedürfnis nach Nähe und das Bedürfnis nach Abenteuer und Freiheit. Genau. Und man will sich eigentlich gar nicht wehtun. Ja. Ja? Und trotzdem aktiviert man dem anderen schlechte Gefühle. Genau. Und das sind eben die Sachen, die dann Konflikte wachrufen. Jetzt geht man ja nicht sofort, wenn man von Konflikt spricht, ist man ja nicht sofort in der Eskalation drin. Man fängt ja nicht sofort mit einem Konflikt an und schreit sich an. Und das ist nochmal was ich auch so mitnehme. Viele denken an Konflikt, das ist schon das Clashen und das Aufeinanderprallen und wir werfen uns Dinge an den Kopf. Das ist ja so nicht. Ein Konflikt fängt ja an sich schon viel früher an. Wenn wir uns mal ein Konfliktfeld angucken, was per se einfach nur besteht. Und das wäre ja, ne, wir zwei sind unterschiedlich und wir haben unterschiedliche Vorstellungen von und unterschiedliche Motivationen. Und wissen es vielleicht noch gar nicht. Aber das Konfliktfeld ist erstmal da. Ne, wenn man so... Absolut. Genau. Und vor allen Dingen muss man sagen, es ist ja auch gar nicht immer zwangsläufig dann die Eskalation, sondern es gibt ja sozusagen auch noch einen ganz anderen Mechanismus. Man könnte ja den Konflikt auch vermeiden und den Kopf in den Sand stecken. Genau. Und beides Mal hat man eigentlich das Problem, dass man sagt, ich mache aus der Emotionalität im Augenblick, reagiere ich auf eine Art und Weise, die mir eigentlich langfristig was verbaut, was ich mir wünsche. Ich möchte eigentlich aus langfristigen Gründen zum Beispiel gar nicht irgendeine Beziehung beschädigen. Wenn ich aber aus der kurzfristigen Impulsivität heraus dann sehr aggressiv reagiere, dann beschädige ich vielleicht die Beziehung. Mhm. Aber wenn ich den Kopf in den Sand stecke und mich gar nicht traue, dann opfere ich vielleicht Sachen, die mir eigentlich langfristig wichtig wären. Genau. Und ärgere mich anschließend, dass ich vielleicht zu schnell zu nachgiebig war. Beides ist im Grunde ein Problem im Umgang mit Konflikten. Oder kann ein Problem sein. Ne? Mhm. Das sind eigentlich so die zwei Fallstricke, die wir sehen, die man hat. Entweder man opfert die Beziehung, wenn man zu schnell emotional reagiert, oder man ärgert sich hinterher. Oh Mensch, da hätte ich doch mal was sagen sollen. Ja. Blöd, schon wieder nicht. nicht dem Chef die Meinung gesagt. Ja. Ja. Insofern ist Konfliktmanagement eine sehr strategische Kompetenz, finde ich. Das ist auch das, was ich im Training oft sage, weil es immer darum geht, dass ich sage, ich muss im Konflikt immer versuchen, dass das, was mir in Wahrheit eigentlich langfristig was bedeutet, dass ich das nicht gefährde durch eine kurzfristige emotionale Reaktion. Sei es eben, wie du gesagt hast, weil ich irgendwie was sage, was ich anschließend nicht mehr eingefangen kriege und was der Beziehung nicht gut tut. Sei es, weil ich zu früh nachgebe und mich dann im Anschließen ärgere. Beides kann passieren. Und das irgendwie auszutarieren, das ist die Herausforderung eigentlich. Mhm. Und was mir auch wichtig ist nochmal, ist, Konflikte haben ja immer was mit Emotionen zu tun. Mhm. Also ein Konflikt, nur einen sachlichen Konflikt zu haben, wäre letztendlich eine Meinungsverschiedenheit, die man auch auflösen kann durch gute Argumente. Und wenn man merkt, wir drehen uns im Kreis und jeder hat eigentlich seine besten Argumente schon abgegeben und fünfmal gesagt und es kommen so Sachen wie bereits fünfmal erwähnt,
Das wäre so ein Indiz dafür, dass wir uns gar nicht mehr auf einer sachlichen Ebene befinden, sondern dass wir schon emotional mit drin sind. Und dann, ne, sind wir in so einem Spannungsfeld. Man merkt, man hört nicht mehr richtig zu, man merkt, man selber bekommt auch so leichte, man redet schneller, ne, und so weiter. Man dreht sich im Kreis. Absolut. Und da geht es eigentlich eher um die Frage, wenn du sagst, es ist eine strategische Kompetenz, wie schaffe ich es denn jetzt, die Emotionen, die ich bei mir und vielleicht auch bei dem Gegenüber wahrnehme, so zu steuern und so einzusetzen, dass wir den Konflikt kommunizieren können oder besprechbar machen in dem Sinne. Ja. Und nicht einfach blind in so eine emotionale Reaktion laufen. Ja, ich finde für die Dynamik, die du da beschreibst, ein schönes Beispiel ist natürlich, wenn man zum Beispiel mit seinem Partner darüber streitet, wo fahren wir nächsten Urlaub hin? Weil dann merkt man direkt, da helfen gute Argumente im Allgemeinen nicht. Weil wenn man da eine andere Meinung zu hat, dann wünscht keiner der beiden, durch gute Argumente überzeugt zu werden. Und wenn der eine halt Bergwandern in Tirol möchte und der andere möchte in Ibiza Party machen, dann gibt es einfach keine guten Argumente. Und selbst wenn man zusammensitzt, dann tauscht man Argumente aus. Aber man merkt eigentlich relativ schnell, auch wenn man die gleichen Argumente häufiger und lauter vorbringt, wird die Überzeugungskraft nicht größer. Richtig. Ne? Und daran sieht man eigentlich relativ schnell, das ist keine Meinungsverschiedenheit. Man hat nicht eine andere Meinung, man hat eine andere Motivation und damit hat man einen Konflikt. Mhm. Ne? Mhm. Ja, und die Frage wäre jetzt, wie verhandelt man das dann? Genau, ne? Ja. Genau. Also, in erster Linie, was wir ja auch in den Trainings bei uns zumindest so vom Gedanken her vermitteln, ist, wie wichtig es ist, sich selbst in dem Moment auch wahrzunehmen und zu merken, da ist etwas in mir, was mich motiviert, für eine ganz bestimmte Sache zu kämpfen. Also ich merke die Emotionen und das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, dass das nicht so impulsiv rauskommt, sondern dass man merkt, okay, da entwickelt sich was. Da muss man sich gut kennen auch, ne? Dann hat man schon mal so eine erste Möglichkeit der Selbstkontrolle. Ne? Genau. Und ich finde, was man eben auch verstehen muss, ist, die Situation ist tatsächlich nicht in dem Sinne lösbar, wie ein Eiswürfel im Wasserglas sich auflöst. Und das Ziel bei Konflikten ist eigentlich immer, ich kann sie in dem Sinne nicht lösen, aber ich kann sie regeln. Mhm. Insofern, ich kann immer fragen, welche Spielregel könnte jetzt dazu führen, dass unsere unterschiedlichen Motivationen nicht immer wieder neu gestritten werden müssen. Das wäre eigentlich das Ziel. Und ich finde, was man ja auch im Unternehmen ganz gut sieht, man könnte im Unternehmen ja tendenziell noch viel mehr streiten, als gestritten wird. Aber viele Prozesse, Regeln, Spielregeln, Arbeitsverträge, Betriebsverfassungsgesetz und was wir alles so haben, führt dazu, dass Konflikte so geregelt sind, dass man trotz unterschiedlicher Motivation nicht so streiten muss. Beste Beispiel ist eigentlich immer, wenn man sich selbstständig macht, wenn man mehr als 3 oder 4 Leute ist, braucht man eine Dienstwagenregel. Das Thema, da kann man trefflich drüber streiten. Und wenn sie eine gute Dienstwagenregel haben, dann wird zumindest nicht mehr gestritten. Das heißt nicht, dass jeder glücklich ist mit seinem Dienstwagen. Aber es muss zumindest nicht dauernd wieder gestritten werden. Und dann reibt man sich eben nicht so wund in einer bestimmten Beziehung und Zusammenarbeit. Insofern ist die Frage, wie kann eine Spielregel aussehen, die dazu führt, dass wir trotz unserer Unterschiedlichkeit nicht immer wieder streiten müssen? Das ist eigentlich die zentrale strategische Frage im Konflikt. Das heißt, strategisches Konfliktmanagement bedeutet eben auch präventiv Spielregeln, entweder präventiv Spielregeln einzuführen, zu sagen, das könnte zu Konflikten führen, wenn wir mehr als 4 Leute sind. Wir ziehen hier eine Regelung, eine Dienstwagenregelung ein. Oder wenn man einen Konflikt einmal erlebt hat, sich danach nochmal in die Augen zu gucken und zu sagen, Mensch, was machen wir denn jetzt? Ja. Damit wir beim nächsten Mal nicht wieder an den gleichen Punkt kommen. Was können wir verhandeln? Heute fahren wir nach Tirol, aber ich würde gerne im nächsten Sommerurlaub nach Ibiza. Okay. Oder immer wenn ich nach Ibiza fahre, nehme ich meine Freundin mit. Okay. Ja, und so wie du hast ja eben das mit dem Konfliktfeld nochmal erwähnt. Das bedeutet, im Augenblick streiten wir uns nicht, aber wenn wir uns streiten, geht es wahrscheinlich um Thema X, dann wäre das unser Konfliktfeld. Genau. Und ich finde, daran merkt man eigentlich auch sehr stark, wie konfliktkompetent Führungskräfte sind. Gute Führungskräfte, die merken frühzeitig, wo gibt es in einem Team einen sich andeutenden Regelungsbedarf
Und die können dann die Spielregeln einführen, bevor der Konflikt zum ersten Mal richtig gestritten wurde. Wenn ich schon warte, bis er gestritten worden ist, habe ich unter Umständen Sieger und Verlierer, wenn ich die Spielregel mache. Mhm. Wenn ich wirklich strategisch damit frühzeitig merke, wo Regelungsbedarf sich andeutet, weil sonst ein Clash passieren kann, dann habe ich natürlich unter Umständen Konflikte sehr gut frühzeitig verhindert. Und das ist oft schon ein Vorteil. Ne? Mhm. Ja, und die nächste Frage ist dann, was mache ich, wenn der Konflikt schon aktiviert ist? Mhm. Wenn man merkt, da ist schon die Energie im Raum. Wie wird man dann damit umgehen? Dann hat man im Grunde den Punkt verpasst, wo ich die Spielregel vielleicht so hätte finden können. Aber dann stehen wir da. Jetzt wird schon gestritten. Und dann ist Spannung im Raum und die Energie ist freigesetzt. Und man merkt im Zweifel, das ist ja auch so ein Prozess, der, ich sag mal, evolutionär bedingt bei uns einfach super schnell abläuft. Ne? Dann wird auf einmal Adrenalin, Cortisol ausgeschüttet und wir können gar nicht mehr so klar denken und alles so rational betrachten und analytisch angehen, sondern dann ist eher Kampf oder Flucht in dem Sinne. Und wir bekommen mehr Sauerstoff und der Körper bereitet sich ja schon vor, ja, auf so einen ersten Kampf oder eben wegzulaufen. Ja, die Evolution ist da nicht mitgekommen mit unserer Kultur. Unsere Kultur wird sagen, wir müssen kommunizieren. Die Evolution sagt aber, wir werden erstmal physiologisch aufgeladen im Konflikt. Ne? Ja. Und dann hilft der Appell, das ist genau das, was du am Anfang gesagt hast, ne, und gemeint hast wahrscheinlich, da hilft der Appell an Sachlichkeit dann oft nichts mehr. Nee. Damit entlädt sich das Adrenalin nicht. Nee, genau. Ne? Und jetzt ist die Frage, was machen wir denn, dass diese Spannung sich irgendwie erdet und rausgeht, ne? Also dieses Emotionale. So. Ja, eigentlich ist ja das Wichtigste, solange es in uns drin ist und keiner weiß, was in mir oder in dir vorgeht, können wir auch nicht zu einer Einigung kommen in irgendeiner Weise. Das heißt, man muss darüber sprechen. Ja, also das ist irgendwie eine Aussprache, ne? Eine Aussprache ist notwendig. Ja, und wir dürfen dann in der Aussprache eben nicht mehr ignorieren, dass das Thema emotionalisiert. Ne? Und dann sind wir auch am Kern der Sache und verhandeln unter Umständen tatsächlich über unsere unterschiedliche Motivation und nicht über die thematische Oberfläche. Genau. Ja. Was nicht heißt, dass jeder Konflikt an der Stelle gut verhandelbar ist. Es kann auch sein, dass wir merken, wir kommen da nicht zusammen. Mhm. Kann durchaus rauskommen. Mhm. Ne? Aber wenn wir es ignorieren oder wegdefinieren, dass es emotionalisiert, dann verhandeln wir oft sicherlich nicht das Richtige. Um das es uns wirklich geht. Genau. Und dann haben wir auch zu wenig Empathie unter Umständen für den anderen, weil wir gar nicht merken, was den tatsächlich berührt. Ja. Ja, das stimmt. Und das ist auch so ein bisschen der Schlüssel, wenn wir mal drauf gucken, wie reagieren wir. Es ist ja die Möglichkeit zu sagen, ich fühle mich jetzt sofort angegriffen, weil du siehst nicht, was mir wichtig ist. Die Frage ist, sehe ich denn überhaupt, was dir wichtig ist? Also wenn wir mehr auf diesem Ohr hören würden, zu gucken, welche Bedürfnisse, was triggert dich? Ne? Was sind deine Motivationen dahinter? Mhm. Auch wenn ich weiß, dass das schwierig ist, und das wissen wir alle in dem Konflikt, trotzdem zu gucken, was bewegt den anderen und verstehe ich das? Ja, weil manchmal kann man natürlich auch eine bestimmte Konfliktreaktion als die Not des anderen lesen. Genau. Ne? Weil der reagiert halt aggressiv, weil er zum Beispiel um seine Selbstachtung kämpft. Das macht es nicht besser und ich rechtfertige das nicht, dann aggressiv zu sein. Aber wenn man es versteht, dann hat man trotzdem mehr Freiheit im Reagieren und braucht nicht einfach nur zurückzuschießen, sondern kann vielleicht wieder ein Hauch strategischer damit umgehen. Mhm. Und das Interessante ist ja auch, sobald man, sei es körperlich oder eben auch kommunikativ, ein bisschen die Hand reicht, also demjenigen, ich sag mal, versucht wirklich Verständnis aufzubringen. So sagt, Mensch, okay, darum geht es dir also. Okay, ich habe das so und so verstanden. Oder mir ist jetzt das wichtig, aber ich merke, bei dir ist das ein anderes Thema. Also so in irgendeiner Weise es versucht, einen Perspektivwechsel einzunehmen. Mhm. Das allein hat schon eine Wirkung von diese Spannung, über die wir gesprochen haben, ein Stück auch weggehen zu lassen. Ja, sobald der Konflikt eben dann nur
Gegenreaktion, Gegenreaktion, genau. Gegenreaktion ist, dann eskaliert und dann wird der Konflikt schneller und die Gefahr, dass wir Unüberlegtes sagen, wird größer. Und insofern ist das Wichtigste in solchen Konflikten, erstmal irgendwie zu verlangsamen. Mhm. Das hilft eigentlich immer beiden Seiten zu verhindern, dass plötzlich Sachen gesagt werden und getan werden, die einem später leid tun könnten. Mhm. Das ist, finde ich ganz interessant, das ist ja häufig so, dass gerade die E-Mail-Reaktion, also wer auf eine E-Mail sich angegriffen fühlt und dann sofort zurückschreibt, dann wird das häufig sehr rau, was man zurückschreibt und schnell unhöflich. Die Leute, die es schaffen, den Konflikt so zu verlangsamen, dass die einmal über Nacht die E-Mail im Entwurfsordner speichern, bevor sie zurückschießen, schreiben garantiert am nächsten Morgen anders zurück. Mhm. Insofern, daran sieht man schon, wie wichtig es ist, in einer aufgeladenen Situation zu verlangsamen, auch um seiner selbst willen, um eben nicht Dinge zu tun, die man nachher bereuen müsste. Genau. Hm? Und in dem Moment, wo man selber merkt, so im Nachhinein, oh Mann, da habe ich jetzt was gesagt, was ich bereue. Das ist eigentlich so ein Indikator dafür, dass man nicht strategisch gehandelt hat, sondern eher impulsiv. Ne? Und dass man Herr der eigenen Gefühle geworden ist, aber nicht mehr seiner selbst in dem Sinne. Genau, im Zweifel Ziele geopfert hat oder eben wirklich die Beziehung gefährdet. Also das ist wirklich ein Indiz dafür, oh Mann, das hätte ich anders sagen sollen. Nochmal drauf zu gucken, wie kann ich es beim nächsten Mal verhindern und lieber vorher schon strategischer daran gehen. Ja. Ja. Und insofern kann man sagen, im guten Konfliktmanagement-Training muss man sich irgendwie mit sich selbst beschäftigen. Es ist auf nicht jeden Fall nur Technik. Die Konflikte sind durch Technik nicht in Anführungsstrichen wegzukriegen. Die Verhandlung über die Spielregel hat viele technische Elemente, aber die Kernherausforderung, wie schaffe ich es im Konflikt, mich so im Griff zu behalten, dass ich, solange es geht, strategisch bleiben kann und nicht in die Falle tappe, so wie du gesagt hast, entweder Ziele zu opfern oder die Beziehung zu belasten, das ist das, worum es am Ende wirklich geht im Konflikt. Das heißt, ein Konfliktmanagement-Training kann definitiv helfen, sich erstmal bewusst zu werden, was passiert in einem Konflikt, was gibt es auch für Handlungsmöglichkeiten und mögliche Techniken, aber es ist eben nicht alles Technik, sondern es ist ganz viel sich selbst kennenlernen, wissen, wofür motiviere ich mich und aber auch diejenigen, mit denen ich viel zu tun habe. Das ist sowohl auf der Arbeit, meine Kollegen, meine Mitarbeiter, meine Chefs und die auch besser zu verstehen, weil das ist eine ganz wichtige Kompetenz, empathisch zu sein und sich in den anderen hineinzuversetzen, aber sich selbst auch gut zu kennen. Und das hat unglaublich viel mit Selbstreflexion zu tun und deswegen ist ein Training auch wichtig, dafür da die Selbstreflexion zu stärken. Das eine und natürlich auch die Selbststeuerung, nicht wie in Urzeiten einen Löwe loszurennen oder sich zu verstecken, sondern da strategisch heranzugehen und die Emotionen in irgendeiner Weise vorher einmal durchzuatmen und dann zu entscheiden, ja, was ich mache. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir haben heute Freitag, freuen wir uns auf ein möglichst konfliktfreies Wochenende jetzt. Ganz genau. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Dankeschön. Ihnen auch alles Gute.